Hallo, ihr Lieben. Das Schicksal führt uns mal wieder an der Rollbahn Hamburg-Bremen zusammen. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich euch ja schon die Bahnhöfe Buchholz-Nordheide und Rothenburg-Wümme vorgestellt. Heute zeige ich euch, was sich auf den 40 dazwischenliegenden Kilometern so abspielt. Euch erwarten keine geringeren Stationen als Sprötze, Tostedt, Lauenbrück und Schesel sowie der Ex-Bahnhof Königsmoor. Unser Rundgang durch Buchholz hatte uns bis in den dortigen Vorbahnhof geführt und an dieser Stelle setze ich jetzt an. Von hier ist es nicht mehr weit bis Sprötze, dessen Station nicht zur Grundausstattung der 1874 in Betrieb gegangenen Rollbahn gehörte. Erst 1891 bekam das Dorf Anschluss ans Schienennetz. Das Empfangsgebäude wurde 1921 errichtet. Gleichzeitig entstanden zwei durch einen Tunnel zugängliche Mittelbahnsteige. Für damalige Verhältnisse sehr edel. Zur Zeit seiner größten Ausdehnung verfügte der Bahnhof über zwei durchgehende Haupt-, zwei Überholungs- und diverse Nebengleise. Der Fahrdienstleiter dirigierte vom Empfangsgebäude aus seine Weichenwärter auf den beiden mechanischen Endstellwerken. Im Rahmen der Elektrifizierung erhielt Sprötze 1968 ein Relaisstellwerk und büßte sein östliches Überholungsgleis ein. Fundamentale Veränderungen standen 15 Jahre später beim dreigleisigen Streckenausbau an. Sämtliche Gleise wurden verschwenkt und die Bahnsteige in veränderter Lage neu erbaut. Der vormalige Bahnhof ist seitdem nur noch ein Haltepunkt. In Sprötze beginnt eine 19 Kilometer lange Gerade. Nur ein paar Neigungswechsel und die Erdkrümmung verhindern, dass man bis zum Einfahrvorsignal von Lauenbrück gucken kann. Dieser Abschnitt gelangte 1978 in den erlauchten Kreis jener Strecken, auf denen Intercities planmäßig mit Tempo 200 verkehrten. Der dreigleisige Ausbau startete 1980. Die Betriebsaufnahme erfolgte häppchenweise zwischen 1983 und 86. Leider vor meiner Zeit, denn die diesbezüglichen Angaben in der Literatur sind widersprüchlich. Während mir die Eröffnungsdaten des dritten Gleises Stelle Lüneburg teilweise minutengenau vorliegen, lassen sich zwischen Buchholz und Rothenburg nicht mal die Inbetriebnahme Jahre rekonstruieren. Wir erreichen einen Ort, von dem niemand weiß, wie er ausgesprochen wird. Tostedt, Tostedt oder, wie eine automatische Ansage bis in die 90er Jahre verkündete, Tostedt, 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 Tostedt. Ich nutze am liebsten die Variante 1 und die Alteingesessenen machen es kurz und schmerzlos als Töst. Tostedt zählt zur Urbesetzung der Strecke und besticht mit einem rollbahntypischen Empfangsgebäude. Der Betriebsabwicklung dienen drei durchgehende Hauptgleise, eine Überholung und großzügige, zumeist für 80 km/h im abzweigenden Strang zugelassene Weichenverbindungen, die man heute vermutlich sparsamer gestalten würde. Abgebaut oder zumindest abgetrennt ist neben diversen Lade- und Anschlussgleisen auch die Abstellanlage, in der noch im neuen Jahrtausend die Garnituren der Nahverkehrszüge ihre Nacht- und Wochenendruhen verbrachten. Bis 1968 managten zwei mechanische Stellwerke das Geschehen. Dann übernahm das Relaisstellwerk TOF das Regiment. Seit 1989 wird es, ebenso wie seine Kollegen in Lauenbrück und Schesel, von Rothenburg ferngesteuert, sodass der komplette Dreigleisabschnitt ohne örtliches Stellwerkspersonal auskommt. Tostedt war bis Dezember 2010 Endstation der meisten von Hamburg kommenden Regionalbahnen. Wer weiter in Richtung Bremen wollte, musste auf den Regionalexpress umsteigen. Mit Betriebsaufnahme des Hanse-Netzes entstand die RB-Linie 41 von Hamburg nach Bremen, die den durchgehenden RE4 ergänzte. Endende und beginnende Reisezüge gibt es in Tostedt seitdem nur noch im Berufsverkehr. Zuständiges Unternehmen ist die Metronom Eisenbahngesellschaft. Der aktuelle Vertrag läuft bis 2033 und man sollte niemals die Hoffnung aufgeben, dass die Zahl der Zugausfälle eines schönen Tages auch mal wieder sinkt. In den 90er Jahren kursierten Ideen, die damals noch in Töst wendenden Stadtexpresse bis Tostedt West zu verlängern. Die Züge hätten hierzu die 1917 eröffnete Willstedt-Zeven-Tostedter Eisenbahn WZTE befahren, die auf 2,5 Kilometern hätte elektrifiziert werden müssen. Ursprünglich verfügte die WZTE über eine eigene Station im Bereich der heutigen Moorlassstraße.
Erst ab 1948 fuhren die Privatbahnzüge bis zum Staatsbahnhof, wo sie den Katzentisch in Form eines Stumpfgleises neben dem Empfangsgebäude zugewiesen bekamen. 1971 endete der Personenverkehr zwischen Tosted und Zeven. 1981 fusionierten WZTE und Bremer Förde Osterholzer Eisenbahn, BOE, zu den Verkehrsbetrieben Elbe-Weser, EVB. Die Strecke ist aktuell ohne planmäßigen Betrieb. Jedoch haben die EVB ihre Anlagen in den vergangenen Jahren Stück für Stück fit für die Zukunft gemacht. Weiter geht die Reise durch das platte Land der Nachmittagssonne entgegen. Die Rollbahn verläuft ziemlich genau von Nordost nach Südwest. Die Deutsche Reichsbahn entschied sich dafür, sie eher als Ost-West denn als Nord-Süd-Verbindung zu betrachten, was sich an den Bezeichnungen der früheren mechanischen Stellwerke ablesen ließ. TO und TW für Tosted Ost und West, analog dazu KW in Königsmoor, LO in Lauenbrück sowie SW und SO in Schesel. Lediglich in Sprötze erkannten die Reichsbahner eine Nord-Süd-Tendenz und nannten ihre Stellwerke SN und SS, woraus heutzutage manch einer Erkenntnisse zur politischen Gesinnung desjenigen ableiten würde, der sich diese Kürzel ausgedacht hat. Wir kommen zu einem Bahnhof, den vor allem die schlichte Tatsache interessant macht, dass es ihn nicht mehr gibt und auch nur wenig auf seine Ex-Existenz hinweist. Auf halber Strecke zwischen Tosted und Lauenbrück lag einst in ziemlicher Einöde die Station Königsmoor. Der gleichnamige Ort entstand erst 1910 und erhielt wenige Jahre später einen Bahnhof, der zu seinen Hochzeiten mit 3 Überholungsgleisen aufwartete. Das kleine Empfangsgebäude und die Außenbahnsteige lagen im Ostkopf etwa in Kilometer 305,2. Hieran erinnert überhaupt nichts mehr. Anlässlich der Elektrifizierung wurde in Königsmoor geklotzt, anstatt gekleckert. Die Bahnsteige wanderten rund einen Kilometer nach Westen, wo neben dem Bahnübergang der heutigen Baurat-Wiese-Straße auch das Relaisstellwerk KIF seinen Standort fand. Eine lange Nutzungsdauer war den modernen Anlagen nicht beschieden. Der Personenverkehr wurde 1977 eingestellt und beim dreigleisigen Ausbau verschwand die Betriebsstelle Königsmoor vollständig. Wenngleich der Name bis heute am Stellwerk prangt, das nach wie vor als Technikgebäude dient. Einen Hinweis auf die frühere Ausdehnung des Bahnhofs liefert der in diesem Bereich etwas größere Abstand zwischen dem Mittel- und dem Außengleis Richtung Bremen. Apropos lange Nutzungsdauer, auch der 1979 errichteten Straßenbrücke wird diese nicht beschieden sein, nachdem ein Check-up im Oktober 2021 irreparable Schäden zutage förderte. Statt einer Sanierung gibt es nun jahrelang einspurigen Verkehr und dann den Abriss. Da habe ich jetzt schon mehrfach vom dreigleisigen Ausbau gesprochen und vielleicht regt sich der eine oder andere unter euch auch schon die ganze Zeit mächtig darüber auf, denn gemäß Definition gibt's ja gar keine dreigleisigen Strecken. Also mache ich's an dieser Stelle mal betrieblich korrekt. Buchholz-Rotenburg ist keine dreigleisige, sondern eine Kombination aus einer zwei- und einer eingleisigen Strecke. Die Außengleise sind Teil der zweigleisigen Strecke Wanne-Eickel-Hamburg Hauptbahnhof. Das Mittelgleis bildet die eingleisige Strecke Rotenburg-Buchholz. Während letzteres so ausgestattet ist, dass es in beiden Richtungen signalmäßig befahren werden kann, sind die Außengleise nur in Regelrichtung nutzbar. Muss tatsächlich mal nach ganz links außen ausgewichen werden, ist Fahren auf dem Gegengleis mit Befehl angesagt. Das klassische und widerliche Falschfahren. Intercity, Flixtrain und Co. liegen planmäßig in den Außengleisen und passieren den Abschnitt Buchholz-Rotenburg in rund 15 Minuten. Die fliegend von ihnen überholte RB41 fährt von Buchholz bis Schesel bzw. von Rotenburg bis Buchholz im Mittelgleis. Die alternative Führung über das jeweils andere Gleis erfolgt bei Bedarf gemäß dem Verfahren Umleiten unter erleichterten Bedingungen. Der Lokführer erkennt an der Stellung des Ausfahrsignals oder einem Richtungsanzeiger, ob es nach außen oder ab durch die Mitte geht. Wenn man zwischen Buchholz und Rotenburg, anders als bei der vermurksten Dreigleisigkeitsstelle Lüneburg, immer irgendwie an irgendeinen Bahnsteig kommt, kann sich der Fahrdienstleiter hier flexibel austoben. Vorsicht ist allenfalls bei im Außengleis in Richtung Hamburg rauschenden Metronomis geboten. Bei allzu sorglosem Umgang mit dem Selbststellbetrieb besteht in Tosted und Lauenbrück die Gefahr, dass haltende Reisezüge in bahnsteiglosen Gleisen landen. Nach so vielen betrieblichen Spitzfindigkeiten sind wir endlich in Lauenbrück.
weitgehend in Vergessenheit geraten ist, dass der Fortbestand dieser Personenverkehrsstation eine Zeit lang am seidenen Faden hing, beziehungsweise ihr Schicksal schon besiegelt schien. Ebenso wie in Königsmoor wurden 1977 sämtliche Reisezughalte gestrichen und Lauenbrück nur noch vom Bahnbus angesteuert. Damit fand sich die Gemeinde nicht ab und nach mehrjährigen Verhandlungen stoppten ab 1980 wieder Züge. Mit Vertaktung des Eilzugangebots 1991 erhielt Lauenbrück zweistündliche, in den Hauptverkehrszeiten stündliche Verbindungen nach Hamburg, Bremen und Osnabrück. 1998 wurde ein ganztägiger, sauberer Stundentakt eingeführt. Seit Ende 2010 obliegt die Bedienung Lauenbrücks und seines Nachbarn Schäßel ausschließlich der RB 41, während der RE 4 ohne Halt von Tostedt nach Rothenburg prescht. Somit können die Lauenbrücker zwar alle Unterwegsstationen zwischen Hamburg und Bremen umsteigefrei erreichen, müssen aber für ihre Reisen in die genannten Metropolen mehr Zeit einplanen, weil, je nach Fahrziel, 3 oder 4 Mal öfter als früher gehalten wird. Darüber hinaus ist Lauenbrück gelegentlich Destination von Sonderzügen, die feierwütige Rheinländer für ein beschwingtes Wochenende im Eurostrand Fintel herankarren. Der Transfer vom Bahnhof zum knapp 10 Kilometer entfernten Vergnügungsresort erfolgt per Bus. Das schlichte Empfangsgebäude stammt im Kern aus dem Jahre 1904 und beherbergt neben dem ferngesteuerten Stellwerk LUF eine waschechte Bahnhofsgaststätte, wie man sie nur noch selten findet. Von 1968 bis 1997 war das Torfwerk Ostendorf in Lauenbrück ansässig, das über eine 600 mm Feldbahn mit dem Abbaugebiet im Moor verbunden war. Bemerkenswert waren dieser blinklichtgesicherte Bahnübergang und die Unterquerung des Benkeloer Weges, der natürlich nicht bloß zur niveaufreien Kreuzung der Werkbahn hochgelegt wurde, sondern 100 Meter nördlich auch die Gleise der Rollbahn überbrückt. Der Eisenbahnbetrieb zwischen Buchholz und Rothenburg gestaltet sich rund um die Uhr bunt. Neben tagsüber mindestens 6 Reisezügen pro Stunde sorgt lebhafter Güterverkehr für Kurzweil. Zudem sind hier des Öfteren Versuchsfahrten aller Art unterwegs, die unermüdlich zwischen Buchholz und Rothenburg pendeln. Im Laufe der Jahrzehnte hat es ungezählte Fahrzeugbaureihen auf die Strecke verschlagen, die hier im Regelbetrieb niemals zu sehen sind. Der Durchschnitt der letzten Jahre liegt um die 240 Züge am Tag, wobei das Aufkommen starken bau- und störungsbedingten Schwankungen unterworfen ist. Bereits vor 50 Jahren waren ähnliche Zugzahlen zu verzeichnen. 1970 war der Abschnitt Buchholz-Rothenburg stärker belastet als Harburg-Lüneburg, wo der Verkehr seitdem um etwa 70% zugenommen hat. Wir nehmen Kurs auf Schäßel, überregional bekannt durch das Hurricane Festival. Der Bahnhof wirkt im Vergleich zu den übrigen hier vorgestellten Stationen etwas beengt. Ob man heute noch einen derartig schmalen Bahnsteig zwischen 2 Schnellfahrgleise quetschen würde, wage ich zu bezweifeln. Immerhin ist er barrierefrei über eine Rampe erreichbar. Und das schon seit den 80er Jahren, als noch niemand dieses Wort gebrauchte. Zuvor gab es analog zu Tostedt und Lauenbrück einen Fußgängersteg. Auch hinsichtlich des Gleisplans warf das 21. Jahrhundert seine Schatten in Schäßel frühzeitig voraus. Denn im Vergleich zu den Nachbarbahnhöfen fallen die Überleitverbindungen sehr spartanisch aus. So sind sämtliche Weichen im krummen Strang mit maximal 50 respektive 60 km/h befahrbar und in Fahrtrichtung Hamburg ist ein Wechsel vom Mittel- ins Außengleis ausgeschlossen. Das Stellwerkstürmchen SLF von, wie sollte es anders sein, 1968 kann bei Bedarf örtlich besetzt werden. Bis auf eine Ausnahme handelt es sich bei allen hier erwähnten Stellwerken um solche der Bauform SPDRL30 des Herstellers Standard Electric Lorenz, SEL. Lediglich Sprötze verfügte über ein DRS-2 aus dem Hause Siemens. Das Schäßler Empfangsgebäude ist äußerlich in einem Top-Zustand. Keine Selbstverständlichkeit bei Betrachtung dieses Fotos von 2005, das den unmittelbar bevorstehenden Einsatz der Abrissbirne befürchten lässt. Bevor wir mit Rothenburg das Ziel unseres Ausflugs erreichen, seien noch die ehemaligen Blockstellen gewürdigt, die die Rollbahn zum Zwecke einer dichteren Zugfolge in 2 bis 3 Kilometer lange Abschnitte teilten. Es waren dies Trelde, Riebshof, Stemmen, Fahlde, Büschelmoor, Wohlsdorf und Berg.
Sie quittierten mit oder kurz nach der Inbetriebnahme der Relaisstellwerke ihren Dienst, wurden durch Selbstblocksignale ersetzt und fanden teilweise noch einige Zeit als Schrankenposten Verwendung. Heute sind sie allesamt von der Bildfläche verschwunden. Damit sind wir in Rothenburg und viel mehr gibt es nicht zu sagen. Danke, dass ihr mir auch auf diese landschaftlich unspektakuläre Strecke gefolgt seid. Ich hoffe, ihr konntet die eine oder andere neue Information aufsaugen. Lasst es euch gut gehen und freut euch auf unsere nächste gemeinsame Tour. Tschüss!